Hallo meine lieben Mittelalterfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Come Deliverance. Hier wird gerade eben der Tribok wieder geladen. Wir können uns das hier gerade eben nochmal nicht vollständig, aber einfach nochmal angucken, wie beeindruckend Warhorse Games es geschafft hat, hier diesen Tribok zu realisieren. Wie hier wirklich dieser Wurfarm Stück für Stück von den Seilen hier nach unten gezogen und damit gespannt wird. Hätte ich nicht für möglich gehalten, meine lieben Freunde. Unglaublich geile Arbeit. Es ist soweit. Wir können die Burg stürmen. Schön, dass du da bist. Wir sind bereit und willig. Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Talmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau. Dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Also gut. Wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Hehe, ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an. Am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Okay. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz, wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Ich dachte, also wir hätten das jetzt schon gemacht mit dem Schießen. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Ich werde auf jeden Fall dann, wenn ich dann oben bin, mal runtergucken. Jemand von euch hat mir geschrieben, ich soll mal dringend dann runtergucken, um zu gucken, ob meine Verbündeten überhaupt irgendetwas Intelligentes tun. Bin echt gespannt. Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Ferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Ja, aber ihr kennt die Burg doch. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, na egal. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Also gut, ich denke, dann weiß ich Bescheid. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Wir gehen über die Mauer. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz Was? Auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Ishtvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Das ist richtig. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Steh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Definitiv nicht. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Jetzt frotzeln wir uns. Oh, jetzt geht's los. Ich fand's übrigens interessant, dass ich nicht mal wirklich entscheiden durfte. Hallo, Hans. Das ist also unser kleiner dreckiger Haufen. Feuer! Boah, geil! Sie geben auf. Nein, sie haben das Ding getroffen und zerstört und damit das Tor jetzt aufgemacht. Angriff. Okay, wir werden wieder über die Leitern gehen. Da umgehen wir immerhin den Pfeilhagel. Zumindest laut Robert.
Erstürme die Mauer. Das ist der Plan. Genau das ist er. Cool! Ich habe jetzt die Folgespezialisierung Bürger. Hat sich also doch gelohnt, das einzusetzen. Ich glaube, das ist auch der einzige Skill, der wirklich also von den beiden Sinn macht. Der andere, diesen Naturbursche. Ich habe nicht so das Gefühl, dass er jemals Sinn gemacht hätte. Da vorne werden die Sturmleitern schon angebracht. Hallöchen. Fuck! Ich hab kein Schild. Da sind schon drei tot. Lasst mich als erstes hoch. Ich gehe als erstes hoch. Und werde eine Bresche schlagen. Oder dabei sterben. Wahrscheinlich eher zweiteres. Aber wir werden es gleich feststellen. Noch versucht mich keiner aufzuhalten. Ja, hi! Ach, Mann! Weg mit dir! Wo bleibt denn die Verstärkung? Ach, ist klar. Okay, jetzt ist er nicht da. Macht ihn alle. Au! Den haben wir auch erwischt. Der ist auch weg. Okay, wir haben es geschafft. Die Mauer ist erklommen. So. Gut. Gut, gut, gut. Es könnte schlimmer laufen. Da kommen wir gar nicht ran. Der ist auch weg. Jetzt wechseln wir wieder die Seite. Einfach mal alles freiräumen. Oh, da haben wir auch schon wieder einen verloren. Ich sollte ja runter gucken. Ich höre da unten Lärm, aber ich sehe niemanden. Man sieht echt nichts. Oh oh. Er ist erledigt. Weg mit ihm. Nein, jetzt will ich doch nicht in den eigenen treffen. Au, au, au. Mhm. Den habe ich auch erwischt. Nochmal erwischt. Au. Und den habe ich auch erwischt. Oh, was will denn der von mir? Boah. Der Pari... Weg mit ihm. So. Erwischt. Also noch einer. Und auch erledigt. So, und jetzt warf ich mir ganz, ganz kurz. Ich kann mich nicht heilen, wie gemein. Vielleicht geht's jetzt gleich. Und jetzt von Süden. Wir greifen sie von hinten an. Oh je. Das haben wir eine Menge jetzt hier. Ausdauer. Oh wei, oh wei. Wollte sich hinten ranschleichen. Okay, erwischt. Weg mit ihm. Der lebt immer noch, ey. Jetzt nicht mehr. Ach, Mann. Kannst du nicht die eigenen Treffer. Der hat's jetzt hinter sich, oder? Gut.
Jetzt haben wir die gesamte Mauer hier hoffentlich geräumt. Und jetzt? Jetzt hat er sich auch dazu entschieden, gestorben zu sein. Jetzt kann ich mich, glaube ich, kurz mal heilen. Gut. Mal da runter gucken. Das ist original echt viel los, ey. Und jetzt? Man sollte erwarten, dass hier mehr los ist, ne? Boah! Oh, ein privater Bereich. Wie kann ich es nur wagen? Ja, da ist ja... leider echt nicht viel los hier gerade eben. So, wo soll ich jetzt hin? Nach Süden hat es geheißen. Ich hab doch... oh. Ist jetzt endlich tot, ey? So. Und jetzt? Jetzt geht's weiter hoch, so wie es aussieht. Wahrscheinlich spawnen jetzt da oben dann doch wieder Gegner. Ah, hier geht's dann weiter. Jetzt sind wir auf dem Wehrgang. Boah, hier kann echt... können ganz, ganz wenige Männer hier quasi eine richtige Blockade sein. Lol, die sind alle tot hier. Die sind alle schon tot. Au! Der ist erledigt. Gut. Den holen wir uns als nächstes. Ist voll in der Zange. Merkt ihr das? Boah, einfach nur ein Gemetzel hier. Komm nicht ran, ey. Ich kann nur noch stechen. Okay, mit Stechen habe ich ihn erledigt. Der ist auch erledigt, okay. Die Leichen nicht stolpert, ey. Na komm schon. Sollte eigentlich eine Lanze haben oder sowas. Das würde mir gerade hier mehr bringen. Ha, erwischt. Boah, jetzt bekomme ich hier Stufen ohne Ende. Gut. Wir haben den Burghof genommen. Das war nicht leicht. Aber auch nicht so schwer. Okay. Jetzt haben wir sie da drin, ne? Herr, wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich Istvan Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Arnosch. Istvan! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt. Wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr und das meiner Gefährten.
Wenn du Herrin Stephanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. So mein Angebot. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stephanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stephanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig. Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt ihr meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Ja, Ehre war damals ganz, ganz wichtig. Weil in einer Zeit, in der du niemandem vertrauen konntest, musstest du einen Kodex aufbauen, damit so etwas Grundlegendes wie Vertrauen überhaupt erst entstehen konnte. Und das war Ehre. Holt die Pferde. Oh, ist eine angespannte, heiße Situation jetzt. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Devish! Stephanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Darüber kann man diskutieren. Wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Sie ist nicht besonders helle. Das muss man leider sagen. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ganz im Ernst, warum wir jetzt nach all der Zeit immer noch an diesem Schwert hängen? Ja gut, das haben wir zusammen mit unserem... Schnell, auf die Zinn! Sie müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Ziehvater gebaut, damals geschmiedet, aber... Ganz im Ernst. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Wir reiten nur zufällig in dieselbe Richtung wie sie. Wir folgen ihnen nicht. Ja, so in der Art. Okay, dann tun wir das. Was soll ich ihm sagen? Keine Sorge, ihm fällt schon was ein. Ja. Tja, hoffentlich ist er dort. Und wohlauf. Da passiert hundertprozentig noch irgendwas. Der Toss wird ihn versuchen, wahrscheinlich umzubringen oder umbringen zu lassen. Was willst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes.
Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Ah, er wird erwachsen, der gute Hans. Sehr gut. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratei nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an, zwei Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Läuft aufs Gleiche hinaus. So ein Arsch, ey. Aber er hat recht. Wie du Toss aufgespürt und dich in Vranik eingeschlichen hast. Also ich will damit sagen, Hut ab, Heinrich. Ich hätte das nicht gewagt. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. Ja, wir hatten auch keine echte Wahl. Boah, hier der... Was glaubst du? Wird Toss Wort halten? Nein. Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Herr Ratzig wird dort sein. Wie er das gerade so betont, also... mir kann man auch nicht vertrauen, ne? So nach dem Motto. Ja, es sind auch bloß Menschen. Keiner von denen ist gleich. Das ist pures Glücksspiel und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt dorthin reiten. Eigentlich müsste der Weg voller Leichen gepflastert sein, ne? Aufgabe abgeschlossen. Okay. An der richtigen Stelle eine Cutscene, damit der Spieler es nicht verkackt, ne? Oh, wir sind nicht alleine. Wir haben mehrere noch mit dabei. Keine Spur von ihnen. Weiter. Ja, die müssen ja irgendwie dort hinten sein. Dort. Was sieht er da? Da steht er. Freut mich, dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Wir sollten ihm helfen. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Ja, stimmt. Es sind 2 gegen 4. Geht es dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir. Ich muss zu Fuß zurück. Hier begann alles. Und hier endet alles. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher.
Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. War doch klar. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Recht hat er. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen. Wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. Also wollte uns wahrscheinlich beim nächsten Geburtstag sagen, dass wir sein Sohn sind und so damit das Schwert übergeben. So habe ich mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Pferde, ohne Reiter. Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Das waren Pferde ohne Reiter, aber mit Sätteln und Zaubzeug. Ja, meine lieben Freunde, das war Kingdom Come Deliverance von Warhorse Studios. Ein Spiel, bei dem ich einfach sagen muss, hier liegen, ähnlich wie bei Konrad Kiesler oder wie der Typ geheißen hat, Genie und Wahnsinn direkt nebeneinander. Ein Spiel, das extrem hohe Erwartungen geschürt hat und sie nur teilweise erfüllen konnte. Man kann nicht sagen, sie haben sie nicht erfüllt, definitiv nicht. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel stellenweise geliebt und stellenweise bin ich daran verzweifelt. Die Kritiken, die es über dieses Spiel gibt, sind teilweise wahr und teilweise sind sie übertrieben, teilweise sind sie aber auch untertrieben. Und die Musik. Heavy Metal. Wie geil. Also, wie gesagt, was soll man dazu noch sagen? Ich habe meine Meinung zum Spiel häufig genug jetzt hier während des Spiels kundgetan. Ich kann es im Grunde eigentlich nur nochmal zusammenfassen. Ein Spiel, das ich in dieser Art noch nie gespielt habe. Es ist immer noch so, als würde man im Grunde ein Spiel spielen, das tief in seiner Beta steckt. Es ist schade, dass es wirklich so ist, wie jemand von euch das mal in die Kommentare geschrieben hat. Das Spiel scheitert manchmal an sich selbst oder das Scheitern ist vielleicht auch ein bisschen zu hart. Also es ist manchmal mit sich selbst. Genau, nee, es hat derjenige geschrieben, das Spiel ist manchmal mit sich selbst überfordert. Ich glaube, das trifft's am besten. Es war ein unglaublich hehres Ziel, glaube ich, was sich hier Warhorse Studio gesetzt hat. Aber es war halt dann doch stellenweise zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Die Hintergrundgeschichte zu dem Spiel kennt ihr ja sicherlich alle. Es ist schade, dass ein solches Spiel am Ende dann halt doch auf diese Art und Weise hier jetzt so stehen bleibt.
Wir haben jetzt den 5.6.2018, wo ich das jetzt hier aufgenommen habe. Und ich hätte mir persönlich gewünscht, dass sie es geschafft hätten, die meisten groben Fehler aus dem Spiel noch so schnell wie möglich rauszunehmen. Ich erinnere mich gerade eben noch daran, wie ich dann quasi beim erst gerade eben in einer der letzten Folgen beim Springen über diesen Gartenzaun dann plötzlich in einem Haus drin rumglitsche und nicht mehr rauskomme. Es ist faszinierend einerseits und traurig auf der anderen Seite, aber trotzdem kann man diesem Spiel hier nicht unterstellen, dass es ein schlechtes Spiel gewesen wäre. Und mit diesem, ich glaube, ganz passenden zu dieser Zusammenfassung, es ist ein Spiel, wo man echt nicht sagen kann, dass es schlecht gewesen ist, möchte ich mich jetzt von euch hier verabschieden und würde mich freuen, beim nächsten Let's Play wieder dabei zu sein. Und ich habe da auch schon was. Wenn ihr wollt, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, seid dabei beim nächsten Spiel. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis bald und lasse euch jetzt hier allein mit diesem Abspann und der Musik und sage Tschüss und Ade.